Wir machen gerade einen kleinen Mini-Omegle-Stunt, weil ich als Künstler lebe, aber jetzt natürlich wegen Covid nicht auftreten kann. Ja. Du kannst mir helfen, du kannst einmal die Hand nach oben halten, so. Ja, sehr gut. Und du kannst einmal deinen Zeigefinger auf einen deiner Finger drauflegen. Einfach drauflegen. Der Ringfinger. Ja. Das war deine freie Wahl, ja? Das glaubst du, aber das war genau der Finger, von dem ich wollte, dass du dich dafür entscheidest. Guck, du siehst hier was hängen, Zettelchen. Ja. Auf das Zettel aufgeschrieben habe ich meine PIN-Nummer. PIN-Nummer von meiner Bankkarte. Vier Ziffern habe ich hier aufgeschrieben. Ja? Erste Ziffer. Ich denke an die erste Ziffer und ich sage dir, das ist meine Lieblingszahl von 0 bis 9. Meine Lieblingszahl von 0 bis 9. Was glaubst du, ist die erste Ziffer meiner PIN-Nummer? 6. 6, okay. Zweite Ziffer. Ich sag dir jetzt, mein Lieblingsmärchen als Junge war Schneewittchen und die Zwerge. Es sind natürlich 7 Zwerge. Es kann sein, dass ich versuche, dich zu beeinflussen. Du kannst dir auch eine andere Zahl aussuchen. Du kannst sagen, vielleicht ist 7 zu offensichtlich. Was glaubst du, ist die zweite Ziffer in meiner PIN-Nummer? Du hast gesagt 6 und die zweite, was meinst du, ist die zweite? 3. 3, 6, 3. Du machst das sehr, sehr gut. Du machst das wirklich sehr, sehr gut. Okay, die dritte Ziffer, ich gebe dir hier nur den Tipp, aller guten Dinge sind 3 wäre es natürlich, aber du kannst dich frei entscheiden. Was meinst du, ist die dritte Ziffer? 2. 2, 6, 3, 2. Du bist mega nah dran. Und die letzte Ziffer, und hier sage ich dir, ich habe das Gefühl, das ist deine Lieblingszahl von 0 bis 9. Was ist deine Lieblingszahl von 0 bis 9? 5. 5. Warum die 5? Weiß ich nicht. Hängt natürlich hier einfach so. 6, 3, 2, 5. Du bist tatsächlich... on point mit 6, 3, 2, oh mein Gott! 5. Du hast es mega gut gemacht. Du könntest mal einmal die Hand hochhalten. Er macht sofort mit, er fragt gar nicht, hinterfragt es gar nicht, finde ich gut. Und du kannst einmal den Finger auf einen deiner Finger einfach drauflegen. Ringfinger, deine freie Wahl? Ja. Das glaubst du, aber das ist genau der Finger, von dem ich wollte, okay, dass du drauf zeigst. Nein, nein. Ja. Wenn du noch 30 Sekunden hast, würde ich schauen, ob du vielleicht auch meine Gedanken lesen kannst, ja? Alter. Ich hab hier ein Papierchen hängen, kannst du sehen, ne? Ja, klar. Was ist das erste wilde Tier, das dir einfällt jetzt? Fuchs. Fuchs, perfekt. Das zweite, was ich aufgeschrieben habe, ist eine Farbe. Ein Fuchs ist natürlich rot. Ich sag dir, es ist nicht rot. Go. Blau. Blau, perfekt. Das nächste ist eine einfache geometrische Form, wie so wie ein Quadrat oder ein Rechteck, eine Form. Ja. Hau raus. Dreieck. Dreieck, sehr gut. Und last but not least denke ich an eine Zahl zwischen 1 und 50. Ich gebe dir aber einen Tipp, beide Ziffern der Zahl sind verschieden, also nicht sowas wie 11, beide Ziffern sind verschieden, ja? Okay, 37. 37. On point tatsächlich hinbekommen. Was hast du gesagt? Fuchs, Blau, Dreieck und 37. Und es ist Fuchs, Blau, okay, das ist krass. Dreieck. Das ist wirklich krass. Du bist on point. Hallo? Guck, das ist voll süß. Doch, oh, wie lieb. Guck mal, das hat sich jetzt schon gelohnt. Wir machen gerade so einen kleinen Omegle-Stunt. Du könntest uns helfen. Du kannst einmal die Hand so nach oben halten. Warte, ich kann Salto, aber... Trial Version. Was? Halt mal die Hand so nach oben. Du kannst es noch gerne den Salto zeigen gleich, aber halt mal die Hand nach oben und leg mit der anderen Hand legst du einen Finger auf einen, also zeigst einfach auf einen deiner Finger. Ja? Okay. Aber drauf zeigen. Okay, wenn du dich jetzt nochmal umentscheiden müsstest, es einen Tacken schwieriger machen müsstest, für welchen Finger würdest du dich umentscheiden? Zeige, Daumen. Ah, knapp daneben. Eigentlich ist es der Ringfinger. Wir versuchen einen noch. Pass auf, wir versuchen einen noch. Gib mir noch 20 Sekunden. Ich habe hier was hängen. Nenn mir bitte irgendeine Zahl zwischen 1 und 100. Ich sag dir, zwischen 1 und 100. Bitte? 56. 56. Hast gar nicht überlegt. Warum? Ist es deine Lieblingszahl? Nee. Das ist genau die Zahl, die ich aufgeschrieben habe. Ich kann es dir auch beweisen. Bevor das jetzt zumindest geklappt hat. 56. On point. Geil. Ich danke dir, mein Lieber. Schön, Alter, wie hast du denn das gemacht? Okay, du brauchst nichts zu sagen. Halt mal die Hand hoch. Zeig bitte auf einen deiner Finger.
Okay, und mach's ein bisschen schwieriger, entscheide ich noch einmal um. Ringfinger, ja oder nein? Deine freie Wahl? Okay, fast deine freie Wahl. Es ist genau der Finger, von dem ich wollte, dass du letzten Endes drauf zeigst. Du hast es sehr, sehr gut gemacht. So, wir machen einen noch, du brauchst nichts zu sagen. Ja, okay, okay. Ich habe hier was aufgeschrieben, ja? Das ist eine Zahl zwischen 1 und 50. Du kannst mir die, zwischen 1 und 100, zwischen 1 und 100. Zahl zwischen 1 und 100. Du kannst mir die nachher mit Fingern anzeigen, ja? Ich möchte von dir wissen, was ist die erste Ziffer der Zahl? Die erste Ziffer, du kannst mir das mit Fingern anzeigen. 3. Okay, also in den 30ern, ja? 3. Okay, und die zweite Ziffer, was ist die zweite Ziffer der Zahl? Das ist eine 7, ja? 37. Wieder deine freie Wahl? 37 ist genau die Zahl, die ich hier aufgeschrieben habe. Ich hoffe, du kannst es lesen. 37 ist on point.